Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schauspielerinsel bei Baphomets Fluch Teil 2. Und ich bin's wie immer, euer Paddy, hier mit dem verzweifelten Hawks. Und den befragen wir jetzt mal ein bisschen. Sie wissen doch, wie die Einheimischen diese Insel nennen, oder? Nein, aber ich schätze, Sie werden es mir verraten. Insel der Zombies. Zombies? Ein verrückter Glanz beginnt in seinen Augen zu leuchten. Holt mir die Drehbuchautoren, die Maskenbildner zu mir. Ich will Zombie-Piraten in diesem Film, bevor es dunkel wird. Toll. Jetzt haben wir doch eine neue Idee gebracht. Wer ist die weibliche Hauptrolle? Erkennen Sie sie nicht? Das ist Sharon Kowalski. Oh, stimmt, ja. Habe ich noch nie von gehört. Wie heißt der Film? Soll das ein Scherz sein? Nö. Das ist die Schatzinsel. Das einzige Buch, das ich zweimal gelesen habe. Nur mit Zombies diesmal? Ich kann mich gar nicht an Mädchen in der Schatzinsel erinnern. Ich muss an die Besucherzahlen denken. Die Leute mögen sowas. Welche Änderungen haben Sie denn sonst noch so an der Story vorgenommen? Nur ein paar kleine Details. Sie haben doch wohl Long John Silver. Stellen Sie meine Integrität als Künstler in Frage? Natürlich ist Silver noch drin. Wir haben sogar Captain Flint beibehalten. Und seinen Papagei. Seinen trainierten Kampffalken. Warum glauben Sie, ist der blinde Krüppel blind? Sagten Sie, Sie haben das Ende der Geschichte umgeschrieben? Stimmt genau. Wie ich schon sagte, es würde dem guten alten Robbie Stevenson gefallen. Finden Sie den Schatz? Ja, aber erst später, nachdem Sie aus dem Vulkanausbruch entkommen sind. Ein Vulkan? Klar, Krakatoa. Da vergeudet man so viele Millionen für einen Film und keiner denkt mal dran, einen Atlas zu kaufen. So sieht's aus. Wer spielt den Jim Hawkins? Heiko McGavin. Sagen Sie jetzt bloß nicht, Sie hätten noch nie von ihm gehört. Ich gehe eher selten ins Kino. Himmel, das ist der heißeste Teenie-Star in Hollywood. Darum haben wir ja so einen knappen Terminplan für diesen Dreh. Wir müssen die Nahaufnahmen im Kasten haben, bevor er in die Pubertät kommt. Aha, okay. Na, reden wir mal mit dem. Hi, ich bin George Stobbart. Ich heiße Harris, aber die meisten nennen mich Flash. Sie sind der Kameramann, richtig? Das stimmt auffallend. Warum nennt man Sie Flash? Waren Sie früher mal Fotograf oder so? Nö. Ich beschloss, nicht weiter nachzufragen. Es gibt nichts weiter, was ich vom Kameramann wissen will. Okay, schade. Dann der hinten, der Herr. Hi, George Stobbart. Hallo, Kumpel. Sie sind Engländer, richtig? Du merkst aber auch alles, wie... Bert Savage, hast du gesehen, was es heute zu essen gibt? Rosinen, Brötchen und Pfannkuchen. Klingt scheußlich. Immerhin eine Verbesserung gegenüber gestern. Die Brötchen sind gammelig, aber die Pfannkuchen kommen verdammt gut. Ich hasse Rosinen. Boah. Wie lange sind Sie schon im Filmgeschäft? Eine Menge Jahre, Kumpel. Eine ganze Menge Jahre. Vorher war ich in der Armee. Da dachte ich mir, du riskierst dir jeden Tag deinen beschissenen Hals. Da kannst du auch gleich Knete mitmachen. Und da wurden Sie Stuntman? Einfach so? Nee, natürlich nicht. Ich musste das erstmal lernen. Wie lernt man denn, ein Stuntman zu werden? Erst haben sie mir gesagt, ich soll mich mitten auf die Straße stellen und dann haben sie mich überfahren. Direkt drüber. Mit dem verdammten Auto. Einfach so. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war auf die Motorhaube rauf und hinten wieder runter, bevor ich überhaupt richtig mitgekriegt habe, dass er nicht anhält. Und dann haben sie mich noch ein bisschen die Treppen runtergeworfen und mir mein Diplom gegeben. Ist ja nett. Haben Sie jemals Bertrand Aubier kennengelernt? Kennengelernt nicht, nee. Paar Mal gesehen habe ich ihn. Mochte nicht, wenn seine Frau in Filmen auftrat. Glauben Sie, dass Aubier seine Frau umgebracht hat? Würde mich gar nicht wundern, wenn es so wäre. Obwohl, es gibt ja eine Menge Leute, die sie abgemurkst haben könnten. Ich dachte, ihr Publikum liebte sie. Klar, nur die Leute, die sie kennengelernt haben, die sahen ihre dunkle Seite. Haben Sie jemals mit Carol Climax gearbeitet? Ich meine den Dachshund. Können Sie aber annehmen. War eine verdammte Prinzessin, Kumpel. Ich habe gehört, sie sah sehr gut aus. Hat sich auch benommen wie eine, weißt du? Hier war's befohlen, da war's verlangt. Haben Sie sowas hier schon mal gesehen? Was ist denn das, Kumpel? Eine Steinaxt? Nein, nur ein poliertes Stück Stein. Sehr nett. Wirklich hübsch. Bisschen aufmotzen, dann bekommst du sogar ein paar Kröten dafür. Vor allem eine Steinaxt. Da fehlt ja wohl schon der Stiel, ne? Wenn es überhaupt eine Axt ist. Ey, Pfannkuchen im Mülleimer! Wow. Bisschen Sirup. Brötchen!
Das Brötchen ist so alt, dass es sich wie ein Stein anfühlt. Ist ja nicht schlimm. Aber hey, Pfannkuchen. Ich will nicht noch so einen klebrigen Pfannkuchen in meiner Tasche. Ja, warum packst du es überhaupt in deine Tasche? Ja, ansonsten haben wir hier nichts weiter. Ich werde doch nicht Hawks noch wütender machen, indem ich an seinen Requisiten rumfummle. Ach Mann, das ist aber schade. Ja, wir gehen erstmal hier weg. Oh, erstmal weg von der Bühne. Schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Viel erlebt, also jetzt ab zur Zugbrücke. Ich sehe weder eine Möglichkeit, die Zugbrücke herunterzulassen, noch einen Grund, warum ich das wollen sollte. Wer weiß, was da drin ist. Ja, wir fragen mal das liebe Rätselteil. Okay, ich bin am Set eines Piratenfilms. Was soll ich hier? Sieh dich um, rede mit allen und mach dir ein Bild von der Situation. Haben wir auf jeden Fall gemacht. Rede mit Haiku, stell ihm ein paar Fragen zu seiner Person. Haben wir auch. Interagiere mit dem Busch, um einen Hornissenschwarm aufzuscheuchen. Und rede mit dem Bert. Mit Bert über sie. Hier haben wir einen Hornissenbusch. Moment. Das? Das soll einer wissen. Als ich mich dem Busch nähere, beginnt er ärgerlich zu summen. Tja, unser Stuntman wird's wohl wissen. Ich will Ihnen ja keine Angst machen, aber in dem Gebüsch da drüben hängt ein Hornissennest. Hornissen? Ah, das erinnert mich an einen Film, in dem ich mitgemacht habe. Die schwarze Hornisse. Die schwarze Hornisse? An den kann ich mich gar nicht erinnern. Wohl etwas vor deiner Zeit, schätze ich. Was passiert denn da drin? Tja, warte mal. Was passiert nicht da drin? Ich wurde erschossen, erstochen, an Piranhas verfüttert, hing unter einem Fesselballon und wurde von einem Zebra platt getrampelt. Nein, ich meine, was war die Handlung? Wie Handlung? Also ich glaube, der ist in seinen Filmen schon so oft gestorben als Stuntman. Möchten Sie vielleicht etwas Sirup auf Ihre Pfannkuchen? Nee, hey, danke, Kumpel. Muss auf meine Linie achten. Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Nee, hey, danke, Kumpel. Hab reichlich hier. Möchten Sie ein Brötchen? Bloß nicht. Das letzte, das ich probiert habe, hat mir fast die Füllungen gezogen. Ja, das glaube ich. Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Nee, hey, danke, Kumpel. Hab reichlich hier. So. Dann würde ich sagen, schmeißen wir einfach dieses Brötchen gegen den Busch da. Gefällt den Hornissen gar nicht. Ja, oder mal ab. Ah, ne. Wir brauchen ein neues Brötchen. Können wir das so ein bisschen mit Sirup beschmieren? Das bringt's nicht. Schade. Das klappt auf jeden Fall. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo was. Sollen wir es ihr geben? Wäre jetzt gemein, wenn da was passieren würde. Hi. Hi, Traummann. Oh. Möchten Sie vielleicht mal von diesem Pfannkuchen abbeißen? Zum Teufel nein. Ich brauche die Dinger nur anzugucken und meine Hüften schwellen an wie Ballons. Eine interessante Vorstellung. Was halten Sie von Hawks Neufassung der Schatzinsel? Ist wohl okay, nehme ich an. Ich habe das Original nie gesehen. Es ist ein Buch, eines meiner Lieblingsbücher. Echt? Der Roman zum Film ist schon draußen?
Wir gehen mal. Und wenn wir ihm jetzt dieses Teil geben? Hallo, George Stobart. Aha, ja. Heiko McEwan, hast du was, was du mir zeigen willst? Du spielst Jim Hawkins, stimmt's? Jimbo. Ich habe Mr. Hawks den Namen ändern lassen. Jimbo Hawkins. Okay, ich wüsste gerne deine Meinung. Ja? Worüber denn? Wie wär's mit einem Pfannkuchen? Schau dir das Ding bloß an, Mann. Da tropft ja der Sirup nur so runter. Wenn du das Zeug an dir kleben hast, kommt jeder Krabbelkäfer aus 10 Meilen Umkreis, um sich ein Stück von dir abzubeißen. Da könntest du recht haben. Ja, hier arbeiten ja auch viele Killer-Insekten. Heißt du wirklich Haiku? Ja, aber das war die Idee meiner Mutter, okay? Als ich geboren wurde, war ich sowas von dermaßen klein und perfekt geformt, dass ich sie an ein japanisches Gedicht erinnert habe. Naja, es hätte schlimmer kommen können. Stell dir bloß mal vor, sie hätte dich Limerick genannt. Das ist mein zweiter Vorname. Mein Beileid. Wir wollen nochmal nachfragen. Das Filmteam scheint auf Bert zu warten. Was kann ich tun, um zu helfen? Bert muss ermutigt werden, seinen Stunt zu machen. Vielleicht hat er Hunger. Wirf einen Blick auf den Tisch neben ihn. Ja, ich glaube, ich weiß, was er möchte. Bert braucht einen Pfannkuchen, aber mit Füllung. Was hast denn da? Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Na, danke, Kumpel. Hab reichlich hier. Hey, der ist mit Sirup. Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Na, danke, Kumpel. Hab reichlich hier. Schauen wir mal weiter. Nimm einen Pfannkuchen und den Sirup vom Tisch und kombiniere beides in deinem Inventar. Gib Bert den Sirup-Pfannkuchen. Das ist Bert. Aber er möchte keinen Sirup-Pfannkuchen haben. Was hast denn da? Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Na, danke, Kumpel. Hab reichlich hier. Gar nicht so einfach. Flash und Hawks. Ich will nicht noch so... Brötchen. Wir haben den Sirup ja schon... Das bringt's nicht. Ja, das war mir schon klar. Nö. Nö. Wir haben's schon alles verbunden, bloß er will's nicht. Was hast denn da? Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Na, danke, Kumpel. Hab reichlich hier. Oder wir müssen wahrscheinlich erst das Brötchen da hinwerfen. Gefällt den Hornissen gar nicht. Und dann ihm das geben. Was hast denn da? Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Na, danke, Kumpel. Aber hilft doch nicht. Keine so gute Idee. Selbst den Pfannkuchen kann man nicht dahinter schmeißen. Was hast denn da? Möchten Sie... Na, danke, Kumpel. Der will's absolut nicht. Ich muss mal gucken. Vielleicht haben wir wirklich was übersehen. Wirf einen Blick auf den Tisch neben der Kamera. Nimm den Pfannkuchen und den Sirup vom Tisch und kombiniere beides in deinem Inventar. Gib Bert den Sirup-Pfannkuchen. Ja, aber das haben wir ja. Wir haben schon so viel mit ihm gemacht, aber er will nicht. Möchten Sie noch einen Pfannkuchen? Nein, danke. Der ist nicht einfach. Und wenn wir es ihm geben? Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Schade.
Ich habe mich mit Mr. Savage unterhalten, dem Stuntman. Geht es ihm gut? Warum fragen Sie? Er hat nur wirres Zeug geredet. Klar, der ist Engländer. Toll. Vielleicht hat er ja jetzt Hunger. Was hast denn da? Möchten Sie noch... Nein, danke, Kumpel. Mit irgendjemand müssen wir noch reden, weil sonst geht's irgendwie nicht. Mit Flash oder mit irgendjemand? Hilft mir doch jemand! Was halten Sie von Heiko McEwen? Was gibt es da? Ich wünsche ihm viel Glück. Ah. Da kommen wir nicht. Hi. Hi, Traummann. Ha. Möchten Sie dieses Brötchen? In Ordnung. Oh, warte mal. Hawks beobachtet mich. Lass es ihn nicht sehen. Oh, oh, er schaut genau zu mir rüber. Was ist los? Egal, steck nur das Brötchen weg und tu so, als hättest du gar nicht mit mir gesprochen. Böse Hawks. Hey, Heiko. Miau, Mann. Wolltest du schon immer Schauspieler werden? Ich nenne das, was ich hier tue, nicht Schauspieler. Da bist du nicht der Einzige. Ich sehe es mehr so, dass ich die Stimme meiner Generation bin. Was ich sage, das sage ich für die Kids. Aha. Hä? Aber das hatten wir schon, dieses Gespräch. Stobbert, gehen Sie aus dem Set. Alle Mann auf Ausgangsposition. Ich hole einen Malblock und erkläre es dir später, Heiko. Vielleicht... Heiko. Baby. Bist du soweit? Okay, Mann. Welche Szene ist das jetzt? Du bist von Silvers Komplizin gefangen. Das pfeifende Geräusch, das sie im Hintergrund hören, ist Robert Louis Stevenson, der mit doppelter Schallgeschwindigkeit in seinem Grab rotiert. Okay, Leute. Geht los oben auf Seite 76, Sharon. Was ist mit meinem großen Monolog? Ist gestrichen. Alle Mann ver... Kamera läuft. Ruhe im... Oh ja. Und Action. Ich glaube, wir kürzen das mal ab. Warum vergisst... Siehst du denn nicht, dass wir füreinander... Ich weiß. Also, wenn der da... Aber jetzt... Er hat dich aus der... Ach was, und... Aber mich kann... Oh. Und... Schnitt. Das schwere... Kinderspiel, bin doch... So, vielleicht nimmt er jetzt den Pfandkuchen. Hast du das schwere Atmen auch drin, Flash? Hab ich doch immer... Heiko, du warst groß... So, er geht jetzt wieder was essen. Savage, ins Set verdammt nochmal. Oder auch noch nicht. Vielleicht können wir es ihm jetzt geben. Was hast denn da? Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Oh, da sage ich nicht nee. Jetzt hat er's. Von dem Pfannkuchen tropft Ahornsirup wie ein Wasserfall über Birds Doppelkinn. Hey, Mist! Du hast ja Sirup auf die Pfannkuchen getan. Und jetzt bin ich ganz eingesaut. Das tut mir aber leid. Hier, hast ein Brötchen. Jetzt weiß ich, warum der Solltest du einfach bloß das hinwerfen? Hoppala! Gefällt den Hornissen gar nicht. Kamera ab! Das hier muss einfach gut werden. Schnitt! Kopieren. Das war brillant, Leute. Hoppala. Okay. Die nächste Szene spielt unten am Strand. Das ist die Szene, wo Hawkins den Schatz in der Krebshöhle findet. Sind das zufällig riesige Killerkrebse? Riesige mutierte Killerkrebse und tierisch schlecht drauf. Wunderbar. Da ist er, der Felsen, den ich vom Kamelhöcker aus gesehen habe. Hier aus der Nähe kann ich eine kleine Höhle nahe bei der Spitze der Säule erkennen. Tja, da schau doch gleich mal nach, ne?
Hey, Sie! Störenfried! Wer? Ich? Ich will, dass Sie da bleiben, wo ich Sie im Auge behalten kann. Ich bin keiner Ihrer Lakaien, Hawks. Ich gehe, wohin es mir passt. Aber nicht hier, Freundchen. Die Filmgesellschaft hat diese Insel für die Dauer der Dreharbeiten gemietet. Sie sind unerlaubt hier eingedrungen. Also tun Sie, was ich Ihnen sage, oder Sie fliegen raus. Wie will er uns rausschmeißen, ne? Ach, Mann. Ja. Das ist leider nun schon wieder das Ende unserer Folge, meine Freunde. In der nächsten Folge hoffe ich, dass wir endlich diesen geheimnisvollen Schatz finden können und ihn so ein bisschen ablenken können, damit es nicht auffällt, dass wir mal schnell abhauen. Seid auf jeden Fall da wieder mit dabei und ich sag schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.